dem da schon nicht mein Wille aufzwingen. Na, wir nehmen auf Frequenz mit Captain Phasma auf. Hat ja unser Koch etwas können deponieren. Ein leckerer Tierfutter. Schauen wir einfach mal. Captain Phasma? Jawohl, mein Lord. Ich bin unter der zerstörten Brücke. Wissen Sie den Standort? Jawohl, mein Lord. Ja. Wie es so ist in der wilden Natur. Meine Rüstung ist zerfetzt. Soll ich Ihnen Ersatz vorbeibringen, mein Lord? Ja, das wäre ratsam. Haben wir von unserem Koch eventuell auch noch Tierfutter? Ich kann Ihnen aber jetzt nicht genau sagen, was ungefähr benötigt wird. Ich habe eine neue Kreatur liegen. Was ist das eigentlich für eine Kreatur auf ihrem Rücken? Was tut es? Wieso ist es Ist ein da? Zwerg Ist es und parasiert? es beißt einen gerne. Soll ich es wegmachen? Sieht böse Nein. aus. Nein, diese Exemplare tun nichts. Ist nur böse für Warten den Sie. Leuten, die es nicht mag. Es sei denn, Sie ärgern sie nicht. Also, ich bin zwar nicht so wirklich ein guter Schütze, aber ich glaube, ich treff's. Soll ich es mal versuchen? Wie bitte? Soll ich mal versuchen, das Ding von ihrem Rücken runter zu machen? Das sieht nicht bequem aus mit diesen Krallen da. Doch, es ist ganz bequem. Das. Ja, und wie soll ich jetzt hier rauskommen? Strengen Sie sich an, Ich hab ja Kleiner. vergessen, dass sie so winzig sind. Tut mir leid. Da ist er. Ah. Versuchen Sie hier rauszuspringen. Ach, geschafft. An erstmal bringen Sie bitte einen Tritthocker mit, ja? Ja, Winzling. Soll ich da drauf schießen? Ja, haben Sie einen Plasmaschneider dabei? Nein, ich Ich habe. habe einen da, ich habe einen dabei. Dann bauen Sie dies ab. Wir werden den Ballon kurz umparken gehen und dann werden wir zu Fuß weitergehen. Totprobe wäre ja interessant hier. Winzling einsteigen. Könnten Sie mir mal helfen? Ein Gesetz, wo es letzte vor war. Hier werden wir zu Fuß weitergehen. Ach, danke. Habe ich gar nicht bedacht, dass ich so klein bin. Aber komm, so hat man direkt Outtakes. Was ist das für ein Vogel? Er ist wunderschön. Schließen Sie einfach noch nicht drauf. Wo ist unser Schattentruppler? Der ist. Achtung hinter Ihnen! Oh, diese kleinen Zwerge. Passen Sie auf, so geht das. Schicken Sie Ihren Zwerg darauf. Motor Schießen wir, noch dass wir weiter. das die Zwerge Das machen. ist sehr cool, was er umgesetzt hat. Wir haben noch lange nicht alles gesehen bis jetzt. Ja, wie komme ich denn hier runter? Los, Pikachu, ich will dich. Ah. Sollen wir Wetten abschließen? Okay, schieß drauf. Ganz kurz, dann nehmen Sie ihn wieder zurück. Gut. Thank you.
sich gerade wieder selber umgehauen. Ja. Was hat er gemacht? Betäubungsmedizin. Ah, Stun-Gun. Wahnsinn. Wahnsinn. Schaut euch an, was ich, verändere. Dort hinten. Da ist doch eins von diesen Suppen-Dingern. Verdammt, und ich hab den noch nicht großartig untersucht. So ein Mist. Vorsicht, dort vorne ist ein Druide. Oh, das muss ich sehen. Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Stopp, wir wissen nicht, ob er feindlich ist. Was? Wieso? Nein, ich muss den doch... Ich hätte die Komponenten gebrauchen können. Den nächsten könnten Sie eventuell umprogrammieren. Rebellische Druiden. Oh, was ist das für eine majestätische Kreatur? Das ist eine Ente. Es ist wunderschön. Wir müssen es mitnehmen. Oh. Haben Sie Betäubungsmunition dabei? Ich werde mit dem Tier reden. Es wird mir zuhören. Brauchen Sie vielleicht den Droiden dort unten? Den können Sie umprogrammieren. Was tun kann man Sie die denn tamen? Da? Die Staubsauger? Ich zähle meine Kreatur. Ja. Nein, das können Sie doch so nicht machen. Sie könnten oh mein Gott. Den Droiden umzuprogrammieren, der dort hinten rumläuft. Es scheint ihm durch zu gehen. Bleiben Sie weg, ich werde es versuchen. Ja, hallo, mein Kleiner. Ja, hallo. Hast du was für mich? Du bist halt fast genauso groß wie dieser Jetzt bleib doch hier. Jetzt geh doch nicht weg. Komm. Komm, guck mal. Ich hab hier was Schönes für dich. Guck mal. Du sollst hier bleiben, kleiner Engel. Nein, nein, nein. Lassen Sie mich. Haben Sie einen dieser Bolas dabei? Benötige ich nicht. Diese Droiden. Nein, 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 nein. Wenn er gleich kurz stillhält, kann ich ihn umprogrammieren. Nein, nicht jetzt, was du das. Das gibt einen Kurzschluss. Boah. Verdammt, die Dinger sind wasserfest. Weil letzter ins Wasser gefahren ist, ist das Ding voll explodiert. General. Dort vorne liegt ein Mensch. Ich werde mich drum kümmern. Kümmern Sie sich weiter um den Droiden. Oh, Günther, Sie haben deine tote Leiche gefunden. Wir werden ihn einfach ins Wasser. Oh je. Yeah. Also finden Sie bestimmt noch mehr. Vielleicht. Boah, ist das Ding schnell. Ich will den Saboteur mitnehmen. Sie haben es geschafft. Meinen Sie, Sie kriegen noch mehr von diesen Droiden beschaffen? Die können uns von Nutzen sein. Ah, das war schon ziemlich schwierig, die Verschlüsselung zu knacken. Und ich habe jetzt auch leider keine Materialien mehr dafür dabei. Droideneinheit. So war sie noch. Wow, passen Sie auf. Das ist ein Horny. Das ist ein Horn. Ich sag jetzt mal nichts. Schattentruppler, wie viele Knochen und wo haben Sie? Ich habe 82 Knochen bereits. Ich denke, das wird erstmal. Werden uns zurück zum Verloggen begeben. Oh, was ist dieser entenähnliche Vogel? Feindlicher Druide. Feindlicher Druide.
kurz auf. Sturmtruppler, zieh sie sich bitte was an. Es ist aber so warm. Was hat er gesagt? Ich hab's nicht gehört. Es ist aber so warm. Wir werden uns auf dem Weg zum Ballon machen. Sind Sie sicher, dass ich hier durchlaufen kann? Das sieht sehr tief aus. Naja, für einen Weg. Das schaffen Sie, Winzling. Schwer, aber ich denke, schaffen das. An Ihrer Stelle würde ich im Schlaf aufpassen. An seiner Stelle würde ich aufpassen, dass mein Druide sie nicht umnockt. Wissen Sie, selbst mein Druide ist größer als Sie. Boah, also das... Wir haben Sie keinen mehr. Tun Sie meinen Druiden was und das war das Letzte, was Sie je tun. Da, ich kann aber nicht schwimmen, wie soll ich da verlagen? Ich werde den Ballon holen. Ja, danke. Was soll der Scheiß jetzt? Okay. Warum ist diese Rauchwolke hier? Ups, Blitz war noch an. Was ist jetzt eigentlich der Plan? Was machen wir überhaupt? Du stellst dich jetzt dahin und machst gleich ein Foto von dem Ballon, wenn er anfliegt. Ansonsten nicht auffallen und... Winsling, brauchst du dir jetzt einen Reifen, oder? Voll gegen meinen Kopf, was soll das? Lernen Sie doch mal zu parken, verdammt! Es ist nur gestrichen. Bei ihrer Größe sollte das überhaupt kein Problem darstellen. Ja. Helfen Sie mir doch hier mal rein. Danke. Also ich weht Ihnen der Wind noch weg. Also ich werde mich beschweren. Wir brauchen hier Trittleitern für die Tür. Es geht so nicht. Gut, Leute, wenn euch das jetzt aufhört, werde ich das mal abhauen. Dann technisch nicht tragbar. Alles klar dann. Sagen Sie mal, haben wir eigentlich schon eine Gewerkschaft? Eine, bitte was? Eine Gewerkschaft? Wir müssen uns doch organisieren gegen solche Arbeitsbedingungen, das geht doch mal gar nicht. Fragen Sie da den Saboteur oder den Architekten. Das werde ich wohl machen. Also wir brauchen hier... Seien Sie froh, dass wir Sie gerettet haben. Wir hätten sie natürlich auch übersehen können. Weiß ich nicht. Ob ich da froh sein soll. Davor? Weil die Welt können sie natürlich auch zurückschicken, wenn sie möchten. Ich möchte ihn behalten. Bitte was? Weißt du, sie sind der einzigste Winzling bei uns und jemanden Winzling zu nennen, ist was ganz Tolles. Wie weit sind Sie eigentlich mit dem Gerichte zubereiten? Vorrat? Ich habe mehrere neue Gerichte hergestellt. Sie könnten vielleicht gleich ein oder zwei probieren. Machen Sie gleich mehr davon. Und jawohl. Gehen Sie zum Captain und liefern Sie Knochen ab. Passen wird jetzt ein bisschen holprig. Fahren wir nicht mal zu dritt? Waren wir nicht mal zu dritt? Er ist schon runtergesprungen. Hat den Fallschirm. Sie können mich doch... Hallo! Entschuldigung, wir sind so klein, ich übersehe sie ja fast. Oh, danke.
Schaffen Sie es hier rüber zu springen oder brauchen Sie da auch Hilfe bei? Ein Wort noch. Und Sie dürfen sich nicht mehr in die Milch setzen. Geh, setz dich am Tisch. Ich werde den Koch gleich fragen, ob er dir Nahrung gibt. Ich habe schon, danke. Und größer werde ich nicht. Wäre auch schade, wenn sie größer werden. Echt? Ich werde den im Schlaf umbringen. Ja, ja. Viel Spaß. Was ist denn mit dem los? Den hätten sie auf der Akademie aber richtig zusammengestutzt, wenn der einfach so in den Gängen am Schlafen gewesen wäre. Ja, der hat sich überarbeitet. Architekt, haben Sie meinen Meister gesehen? Nein, ich bedauere meinen Meister. Unser Wind konnte eine Droideneinheit beschaffen. So, das war's. Sie dürfen nicht mehr nicht. Fertig. Ich werde jetzt programmieren, dass sie da nicht mehr rein können. Bauen Sie bitte eine Leiter für den Winzling an. Vielleicht verlieren Sie Ihre Finger. Ich bin gerade nur so nett zu Ihnen, weil ich eine Leiter kriege. Herr Saboteur. Stillgestanden. Zu geil. Ehre, ich mir meinen Willen gerade aufzwinge. Ich kann Ihnen nur sagen, dass diese saftigen, dicken, lilanen Beeren ein voller Erfolg sind. Ich werde allgemeines Tierfutter mitbringen, mein Lord. Ich nenne es Langfinger. Wir hatten schon mal so einen Kontakt, ich und meinen Schüler. Wissen Sie noch, wo wir so stark verletzt wurden? Ungefähr an derselben Stelle? Oh Mann, ich war wohl lebensmüde, hier nochmal herzugehen. Alleine. Machen Sie sich auf den Weg damit? Jawohl, mein Lord. Na, immerhin, ne? Wenn man so einen Sturmtruppler hat. Ich hätte ja auch noch Springer, als so ist ja nett. Aber nackt ist halt schon nicht optimal, ne? Nicht optimal. Ah, ich gebe. Oh, da fällt mir was. Die ganze Sache rin, Donner. Da reicht das. Oh. Ja, warum? Im Besitz von zwei Wasserbehältnisse und habe aber nur eins gefüllt. So, müssen wir jetzt mal gucken, das muss zwei da auch noch füllen. War schon hier ohne so ein. Wie geht's in unserem langen Finger? In Narkotik technisch schwierig. Captain Phasma? Jawohl, mein Lord. Sind Sie schon auf dem Weg? Ja, mein Lord, ich bin schon unter der Brücke. Sehr schlecht. Ich hätte noch Betäubungsmittel gebraucht. Müsste ich aber auch dabei haben, mein Lord. Aber nicht mehr viel. Ich habe mir gerade fast meine letzte Ressource ringedrückt. Das ist halt das Problem mit Terenzinos, ne? Das sind Narkotikschlucker. Vielleicht ist Dio gleich da. Dann muss halt nochmal zurück. Oder sie bleibt da und ich gehe zurück. Muss ich mal schauen, wenn es jetzt gleich kommt.
Mein Lord, wo sind Sie? Eigentlich an dem See. Einmal durch den See schwimmen und dann den zweiten abgebrochenen Pillar. Ich bin hinter Ihnen, mein Lord. Ich lege Ihnen die Rüstung in die Satteltaschen. Ist sie ohne Tier hierher gekommen? Ja, mein Lord, ich habe mich oben von der Brücke abgeseilt. Haben Sie Trockenfutter dabei? Jawohl, mein Lord. Ich gehe. Megalosaurus. Und Betäubungsmittel? Aber nicht mehr viel. Dann müssen Sie nochmal zurück in die Basis und besorgen. Wenn das Trockenfutter das Richtige ist. Wir hatten bei dem Steinzermaler Glück mit dem Trockenfutter. Wenn der Koch das Richtige angefertigt hat, müsste es klappen. Ansonsten werde ich noch Betäubungsmittel brauchen. Dann werden wir erst einmal abwarten und ich bleibe hier, bis wir zu einem Ergebnis gekommen sind, um im Notfall noch welches zu holen. Ich denke, der Tame ist danach das Letzte, was wir heute machen. The Time her. Immer danach schon wieder schon fast am Ende des heutigen Streams. Ihr wisst, es geht am Samstag wieder weiter um 20 Uhr. Für die, die neu dabei sind, einmal Ausrufezeichen Server RP in den Chat. Dann hat er schon mal alle Informationen, die er brauchen, wenn er hier mitmachen wolle beim nächsten Mo. Das können euch alles vorab dann schon mal Date, Speichern, Favorites, Sätze für den Server, bla bla. Und Passwort kommt dann immer von Streams zu Stream. Gibt's immer ein nice Passwort und ja. Da kann einer meiner Sturmtruppler werden. Und falls ihr jetzt erst eingeschaltet habt auf meinem YouTube-Kanal, komme die Folge quasi als Vergangenheitsversion. Könnt ihr eigentlich alles nochmal anschauen dann. Die laufen täglich im Moment. Die können in die Basis zurück. Ich werde das hier managen. Jawohl, mein Lord. Ich dachte, ich warte ab, ob Betäubungspasse noch benötigt wird. Wir stehen in Funkverbindung. Im Notfall. Jawohl, mein Lord. Sie wissen doch, die Sturmtruppler darf man nicht zu lange alleine lassen. Witzig, wie sie sich hochgesellt hat, oder? So, Mama. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Hat es mit dem Trockenfutter funktioniert? Ne, er hat noch nichts gefuttert. Narkotik geht aber hoch. So passiert schon mal nichts. Vielleicht ist es das falsche Trockenfutter. Ne? Boah, ist schon wieder spät her. Wenn wir wieder an die Basis zurückkommen, sind sie vorne mit dem Tor fertig. Und ich habe nicht gesehen, wie viele Sturmtruppler nötig waren, um die Tür hochzustemmen. So ein Mist. Es ist schon Wahnsinn, wie groß dieser Planet ist. Wir haben noch lange nicht alles gesehen. Rote Rüstung greift uns mittlerweile an.
Saboteur. Mordor hat uns gewarnt. Hat uns gewarnt. Und jetzt wissen wir sogar, dass die Skies Engel von ihr sind. Alles höchst interessant, wie sich das da entwickelt. Muss endlich von dem Planet runter. Der sieht richtig gut aus, Architekt. Ich hoffe, Darth Vader managt so lange der Todesstern, bis ich wieder oben bin. Ein bisschen eng da unten. Ich hänge der Krall fest. Der Korte geht immer noch nach oben und haben wir ordentlich was hingetrickt, würde ich nur behaupten. Es dauert halt, bis so Terenzine aufsteht. Aber gucken wir mal, was ich wieder für einen Lack mit dem Level Cut habe. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Und das, obwohl wir hier. Ja, alles in Ordnung, ich habe mich abgeseilt. Obwohl wir hier wissen. Oh. Scheint das richtige Trockenfutter zu sein. Wie er das runtergeschlürft hat. Wahnsinn. Wir wissen, dass man hier mit. Dann das hier mit dem Fernglas eine Level sieht. Guck, normal wird man ja als Level angezeigt werden. Oder da hinne. Also, wo ist das Breitmaul? Ja, auf die Entfernung wird man normale Level angezeigt. Das ist nett. Und trotzdem haben wir so Tierlack. Ja, kenne nur mit der Lupe und das nur, wenn wir nah dran sind, die aus Level rausfinden. Das ist schon Lack, also das ist ein bisschen, kann man... Er ist ein neues Tier am Bezwingen. Ein bisschen was kriegen wir ja mit durch den Funkspruch. War halt nur was Captain Fassmann mit der anderen quatscht, wir hören ja nicht die Antworten. Captain Fassmann? Jawohl, mein Lord. Das Trockenfutter ist schon sehr gut. Es wird auf jeden Fall von der Kreatur angenommen. Scheint aber noch nicht perfekt zu sein. Vielleicht ist es auch schon mindere Qualität. Ich glaube, es ist aber nichts anderes da. Sie müssen damit leider im Moment Vorlieb nehmen. Ist der Koch schon zurück? Nein, mein Lord, noch nicht. Der und. Nie ist der Koch da, wenn man ihn nur braucht. Ich werde doch noch ein bisschen umgucken. Mit dem Raptor. Was hier noch so rumläuft. Dann passiert hier jetzt nichts da. Und ich habe hier genug Narkotik hingedrückt. Ich muss da ein bisschen gewichtlos werden. Ohne brauchen wir. Ja.
Ah, genau. Schon ist man wieder schneller unterwegs. So. Oh, was? Das wäre Krabbler. Konnte ich nicht wirklich was auffangen mit einer Krabbler. Darf mich jetzt auch nicht zu weit entfernen, am Schluss passiert doch was. Die wissen, wie das ist. Man checkt alles ab, geht kurz weg, kommt zurück und fertig getilmt. LOL. LOL. Das war doch aber noch auf 15% oder nicht, wo ich los bin. Wahnsinn. Ja gut, dann, ne? Jetzt komme. Wenn du gehorchst nicht, dann knall ich da Annie. Ah, okay. Komm mal, du Gehorsam. Los. Ab. Bisschen mörrisch, hä? Gut, wer nicht hören will, muss fühlen. Ja, mach! Hältst du bist ja nicht. Oh. Baum angegriffen. Naja, voll getuscht, ja. Gut, dann gehen wir mal wieder rüber.